Du liebe Güte, der Chef! Was nennen Sie Dunst am Kinde? Dienst am Kunden? Ist kein Wunder, dass kein Kunde kommt, wenn Sie solche Faxen machen. Wie kommen Sie auf die absurde Idee, dass hier ein Kunde kommt? Klammern wir uns nicht an Worte. Wofür denken Sie eigentlich, Fräulein Irma, dass ich Sie bezahle? Hä? Bezahlen? Ich höre immer bezahlen. Wissen Sie, wie lange Sie mir schon mein Gehalt schuldig sind, Herr Spielosell? Klammern wir uns nicht an Worte. Das sind doch alles Kartellen. Sie sollten sich meinen Vorschlag überlegen. Ich weiß, Sie haben Geld auf der Bank, Irma. Alles ehrlich erworben. Und ja. Sie haben bloß Schulden. Ja, das ist immer noch besser als gar kein Geld. Außerdem kann ich nicht eine Dame heiraten, die schon in aller Herren Munde, die alle Herren der Stadt schon im Zustand der Venus auf der Bühne gesehen hat. Ach, Philosel, Sie waren schon immer mein Traum. Oh, Sie, Six Appeal, Sie. Nicht als Liebhaber. Was war's denn sonst? Als Gatte. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen mein Wort, seitdem ich Sie kenne, habe ich nie von einem Mann was angenommen, ohne mir im Stillen dabei zu sagen, wieder etwas für die Wirtschaft. Schließlich muss man doch mal heiraten. Vielen Dank, Frau Nehmer. Ich glaube, Sie überschätzen meinen Mut. Es wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben, mein Süßer. Denkst du? Jetzt ziehe ich mich zurück. Sie können mich ja rufen, wenn Kundschaft kommt. Wenn. Ich springe nämlich heute Abend für die Volterra ein. Und da muss ich noch meine Rolle lernen. Muss ich schnell mal ausrechnen. Ganz schnell mal ausrechnen. So. Mietschulden. 12.000 Francs. Warenschulden 23.000 Francs. Steuerschulden, es ist nicht zu fassen. 17.000 Francs. Ich werde doch noch Pujadist. 0, 7, 3, 2, 2 hin, einen im Sinn. Muss mir einen ausbauen. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann mich von meiner zukünftigen Frau nicht blamieren, salieren lassen. Ganz unmöglich. Guten Tag, Lady Frau. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Philosel? Ja, Sie sprechen Sie. Womit kann ich Ihnen, Lady Frau, was darf ich vorlegen? Ach, danke, kaufen? Ja. Wollte ich eigentlich... Ja, bitte. Nichts. Nichts? Nein. Natürlich hätte ich mir denken können. Ja, womit kann ich sonst Ihnen... Ja, das ist gar nicht so einfach, Ihnen das zu erklären. Ja. Ich möchte gerne als Verkäuferin bei Ihnen arbeiten. Als Verkäuferin? Ja. Als Verkäuferin? Ja. Sie suchen eine Stelle in dieser eleganten Garderobe, Toilette? Also das ist nur noch ein Rest aus einer Zeit, in der ich mal sehr reich war, aber jetzt bin ich sehr... Das bedauere unendlich, es tut mir sehr leid. Mein Personal ist bereits komplett. Ich kann irgendwie mein Personal nicht verdoppeln. Gut, dann werden Sie eben Ihre Verkäuferin entlassen und mich engagieren. Geht leider nicht. Wieso? Sind Sie in das Mädchen verliebt? Oh, Sie schulden ihr Geld. Das schon eher. Was geht das eigentlich Sie an? Naja, sagen wir mal, ich zahle alles, was Sie dem Mädchen schuldig sind und außerdem pro Tag 1.000 Francs, solange ich hier bin. Wie lange wollen Sie bei mir bleiben? Ja, vielleicht 4 Wochen, ja. Vielleicht auch länger. Länger auch, von mir aus lebenslänglich. Hier haben Sie erstmal 10.000 Francs als Anzahlung. Reicht das? Ja, das reicht. Und gestatten Sie eine Frage. Ja. Warum wollen Sie eigentlich bei mir Schuhe verkaufen? Oh, ich habe meine Gründe. Ach so, Sie graben Ihre Hunde. Sie haben hier Gründe. Vielleicht haben Sie ein Gelübde abgelegt, Buße zu tun. Oder vielleicht sind Sie gar am Ende eine Agentin, die heimlich die Fluchblätter in die Schuhe Ihrer Kunden hineinpraktiziert. Nein, ist mir auch ganz egal, wissen Sie. Für 1.000 Francs pro Tag, da können Sie meinen Laden machen, was Sie wollen. Dann passen Sie mal gut auf. Falls jemand nach mir fragen sollte, ich heiße Geneviève Schiffard. Ist wahr? Schiffard. Können Sie das behalten? Oh ja. Auch schreiben Sie es lieber auf. Ja, selbstverständlich. Ja, ich schreibe es hier auf. Einen Moment. So.
So, haben wir schon. So, kriege ich vor. Sofort. So, bitteschön. Geneviève Schiffer. Geneviève Fischer, Schiffer, ja. Ich arbeite seit 2 Jahren in Ihrem Geschäft als Verkäuferin. 2 Jahren bei mir als Verkäuferin? Leider nicht, leider nein. Leider nein, denn da hätte ich ja nicht so... Sieben, 730.000 Franc verdient. Ich war mit einem Literaturprofessor verheiratet. Literaturprofessor? Der mich dann nach 2 Jahren sitzen gelassen hat. Nach 2 Jahren Sitzung? So ein Esel. Seitdem habe ich keinen einzigen Liebhaber mehr gehabt. Keinen einzigen Liebhaber? Und bin überhaupt die tugendhafteste Verkäuferin in ganz Nord. In ganz Nord. Oh, sowas. Oh, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Ja. Können Sie das alles behalten? Ach ja. Was glauben Sie, was ich für ein irres Gedächtnis habe? Ich werde meine Stelle gleich antreten bei Ihnen. Wem sagen Sie das? Jede Minute ist kostbar. Und Ihre Verkäuferin müssen Sie sofort entlassen. Sieh, sieh, das tue ich besonders gerne. Du passen Sie mal auf, wie die Flak fliegt. Ja. Irma. Irma! Da soll man nur seine Rolle lernen. Was ist hier eigentlich los? Fräulein Irma, Ihr Benehmen verhasst mich schon lange nicht mehr. Sie sind entlassen. Aha, so ist das also. Oh, ich glaube, Sie irren sich, kleines Fräulein. Was haben Sie von Herrn Filosel zu fordern? 2400 Franc schuldet mir der Schuft. Ich gebe Ihnen 3000. Und dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Ich hätte gerne dieses Kleid. Ist das zu machen? Na, das geht ja nun entschieden zu weit. Ich biete Ihnen 5000 dafür. Ja, für 5? Oh, Gottes Willen! So. Na dann, viel Vergnügen. Danke Ihnen. Ich hätte dich ganz gern geheiratet. Na dann wünsche ich dir viel Glück. Bye bye. Ich träume nicht. Ich träume nicht. Ich träume nicht. Endlich geht's. Blanchet, hallo. Hallo, Blanchet, ja, Ihr Filosel, Schuh en Grund en Detail, ja. Bitte schön, ich möchte Sie herzlich bitten, die Mietklage zurückzuziehen. Ich könnte die Bagage, die Blamage könnte ich nicht ertragen, nein. Sie bekommen Ihr Geld, selbstverständlich bekommen Sie Ihr Geld, noch gestern, vorgestern. Heute, selbstverständlich, heute, ja. Heute, Kleinigkeit für mich. Gleich. Guten Tag. Womit darf ich denn? Nein, ich will nichts kaufen. Nein, Sie wollen nichts kaufen, natürlich. Hätte ich mir denken können. Zeigen Sie, haben Sie hier eine Geneviève Schiffer? Nein, die Marke, die führen wir nicht mehr. Sie meinen doch die mit der Lenkstütze. Die ist uns vorher Woche ausgegangen, haben wir im Augenblick nicht an Lager. Gehen wir nächste Woche wieder rein. Ich meine Geneviève Schiffer. Ja, die sagt Ihnen doch schon, die haben wir nicht. Sagen Sie, ist die? Nicht da. Sind Sie hier Herr Filosel? Ja, natürlich bin ich das. Und Sie haben keine Geneviève Schiffer? Ich habe doch gesagt, die Marke ist ausgegangen. Bin ich vielleicht geirrt? Ja, das kommt öfters vor. Halt! Sie meinen Fräulein Geneviève Schiffer? Habe ich vorne gesagt. Ich war mir, ja. Die kam zu mir, weil sie Liebesdurst, ja. Liebeskummer hatte. Liebeskummer. Sie ist seit 2 Jahren ist sie bei mir. Vorher war sie mit einem Literaturprofessor verheiratet, aber jetzt ist sie das anständigste Mädchen von ganz Nancy. Interessiert mich nicht. Ja, da hätte ich auch nicht vorzulesen brauchen. Soll ich Sie rufen? Ruf? Ja. Nein, ich habe noch einen Weg. Bitte, ja. Darf ich nur ein paar Worte aussprechen? Selbstverständlich, bitte schön, den haben wir, ja. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Von Ihrer Schwester, ja. Ja, muss ich aufschreiben. Ja. Von Ihrer Schwester, der Prinzessin Saint-Labiche mit
vielen Küssen. So, wollen Sie die Güte haben, das der Dame zu übergeben? Ja, selbstverständlich. Ja, vergebe ich dir. Aber nicht vergessen. Ja, mit vielen Küssen. Mit viel Vergnügen. Ja. Nein, vergessen. Kann ich mich bestimmt auf Sie verlassen? Ja, selbstverständlich. Können Sie auf mich verlassen? Sie verlassen. Ich wollte. Danke, Herr Ja, eine Frage, ich meine. Ja, bitte. Aus geschäftlichen Gründen möchten Sie ein paar Schuhe. Oh ja. Na ja, ich glaube, meine sind besser. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nicht böse sein. Nicht böse. Kauft keine Schuhe. Herr Mensch, von Ihrer Schwester, der Prinzessin Saint-Lapiche. Sie hat eine Schwester, die Prinzessin ist. Jetzt wird mir manches klar. Um Gottes Willen! Ist vielleicht eine Bombe drin. Ist mir auch ganz egal. Für 1000 Franc pro Tag kann mein Laden auch ruhig in die Luft fliegen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Diente, Sie tausend Mal Entschuldigung. Im ersten Moment nicht erkannt, wie lange ich das Vergnügen habe. Genau ein Jahr. Ja. Jedes Jahr lasse ich meine Schuhe reparieren und jedes dritte Jahr kaufe ich mir ein neues Paar. Yeah. Die 3 Jahre sind um. Man sollte glauben, 300. Wo ist denn Frau Irma? Ja, die habe ich leider entlassen müssen. Oh, das ist aber schade, das war ein strammes Frauenzimmer. Ja, aber die neue ist noch viel strammer. Ich meine, ist auch nicht übel. Die müssen Sie mir mal zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob ich stören darf. Weil Sie schon alter Kugel, alter Kunde sind, ja. Können wir es ja mal versuchen. Ausnahmsweise. Hoheit! Gnädige Frau! Genevieve! Ja? Guten Schlaf! Aber Herr Fiedersen, warum haben Sie mich denn nicht gerufen? Bin ich denn nun hier Verkäuferin oder bin ich es nicht? Selbstverständlich! Je länger, je lieber! Bitte schön, die Platz! Bitte schön! Ja. Um Gott! Bitte tun Sie doch den Schirm da, für Manieren. Darf ich Ihnen einen kleinen Geschäftstrick verraten? Umdrehen. Ja, umdrehen. Das ist ja ganz einfach. Ja, ich kann doch Ihretwegen nicht auf den Händen herkommen. Ja, warum denn nicht? Also, Sie werden sich doch nicht selbst müde. Wozu sind Sie denn da? Ich bitte Sie. Darf ich Ihnen das werde Füße schützen? Jawohl. So, Fräulein. Ja. Bitte schön, Genevieve. Rindsleber. Rindsleder Nummer 44, dort im obersten Regal. So. Jawohl. Füßchen aufwachen. Das ist ein kleines Füßchen. Herr Filosel, ich verliere die Balance. Sie ist das natürlich nicht gewöhnt. Herr Filosel! Dankeschön. Ich habe meine Hand schon selber da, ja? Bitte schön, sind Sie ganz ruhig, machen Sie die Augen zu, lassen Sie los. Ja. Nicht die Schachtel, Fräulein, nicht die Schachtel so. Ja. Um Gottes Willen, das Arme, Sie Arme, die Ärmste so, bitte schön, bitte schön. Ja. Und setzen Sie sich doch ins Vater in die Gegend. Ja. So, bitte schön. Ganz mal, Ihnen ist wohl nicht recht wohl übel, nein? Um Gottes Willen, wollen Sie etwas zu sich nehmen? Ja, Champagner, bitte. Champagner. Was, Champagner? Ja, Champagner, was denn sonst? Irgendwen wird es Sprudel fängen, ja? Bitte, Grundetelia, hier, Schuhhaus, Filosel, Gottelier, Boulevard, Gottelier Nummer 3, bitte sofort, nur Flaschen Champagner, ja, wie, was, unerhört, habe ich schon jemals was bezahlt, was ich getrunken habe, Unverschämtheit, Frechheit, Champagner marschiert, kommt sofort. Dankeschön, sagen Sie mal, hat er noch gar niemand nach mir gefragt? Ja, doch. Doch? Das ist, ja, sein Paketchen für Sie abgegeben worden. Die ist mit 1000 Küssen. Abgegeben? Ja. Abgegeben? Ja. Nein, also wissen Sie, Herr Philosen, mir sind ja schon viele dumme Menschen im Leben begegnet. So. Aber sowas Blödes wie Sie. Bitte sprechen Sie sich ruhig aus. Das ist mir überhaupt noch nie begegnet. So.
Jetzt passen Sie mal gut auf, Herr Philosenz. Sie gehen jetzt auf die Hochschule für Musik und fragen nach Dr. Fleuriot. Ist Ihnen das endlich klar? Dr. Fleuriot! Fragen Sie nach seiner Adresse. Gehen Sie zu allen Hotels und bringen Sie ihn hierher. Ich muss ihn heute unbedingt sprechen. Haben Sie das verstanden? Fleuriot! Was stehen Sie denn hier? Ja, natürlich. Warum stehe ich hier rum? Wozu bin ich denn da? Natürlich. Glaube ich, fliege. Komm schon mal, Kunde. Abgegeben. Komm, muss mal weg. Abgegeben. Also bitte. Jetzt stellen Sie sich folgende Situation vor. Ich fahre 360 Kilometer durch die Nacht. Wissen Sie, was das heißt? Ich rase in diesen Laden, degradiere mich zur Verkäuferin, nur um diesen Dr. Fleuriot zu sehen. Und dieser Mensch kommt hierher und keiner kommt auf die Idee, mir das zu sagen. Was halten Sie davon? Das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert vielmehr, wenn Sie mir endlich mal meine Schuhe anprobieren. Och, Sie immer mit Ihren dummen Schuhen. Haben Sie denn gar keine anderen Sorgen? In einem Schuhgeschäft, nein. Leben in der Hand, bitte. Oh, sie ist ja noch verrückt. Ach, Verzeihung, das war ja falsch. So, nicht? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein Genevieve Giffa? Ja. Was ist denn? Ne, so eine Ähnlichkeit. Ach, Sie sind wohl der Bekannte von meiner Schwester, der mir das Päckchen gebracht hat, ja? Ja. Ja. Ja? Einen Augenblick bitte. Sie werden gleich bedient. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, so, das werden wir gleich haben. Eine kleine Sekunde noch. Bitte schön. Ach, Sie sind hübsch, ja. Nicht? Ja, so geht's auch. Werden Sie viel Freude dran haben. Ein ganz besonders schickes Modell. Nicht? Ja. Sehr hübsch. Stimmt die Größe? Ja. Machen Sie doch mal ein paar Schritte. Vielleicht haben Sie ebenso viel Spaß. Was los? Der linke drückt. Och, das gibt sich. Wenn Sie erst mal 20 Kilometer damit gegangen sind, dann hat sich das alles ausgeweitet. Aber sehr schick. Der linke drückt. Ja, aber ich sagte Ihnen doch, das ist immer so bei neuen Schuhen. Und der Preis? Ach so, der Preis. Ja. Ach, reichen 1000 Francs? Vielen Dank. Verehren Sie uns bald wieder. Ja. Guten Tag, der Herr. Es hat uns sehr gefreut. Ja, aber der linke drückt trotzdem. Ja, ich sagte Ihnen doch, das ist immer so bei neuen Schuhen. Ja. Guten Tag, der Guten Herr. Guten Tag. So. Fertig. Verzeihen Sie bitte, darf ich noch rasch aufräumen? Ja, bitte sehr. Ich warte hier. So, fertig. Einen kleinen Augenblick noch, ich komme sofort zurück. Ja, bitteschön. So eine Ähnlichkeit. Und auch in der Stimme. Welch Wunder der Natur. Bitteschön. Ja. Mittagspause? Ja. Macht großen Hunger. Ja. Wünsche Ihnen einen guten Appetit. Mm. Dankeschön. Also, Sie sind der Freund meiner Schwester. Ja, nein. Nein? Nein. Freund. Woher kennen Sie sie denn? Ich war bei ihr engagiert, um ihre Bibliothek in Ordnung zu bringen. Ah, ich weiß, ja. Wie? Nein, ich meine, ich möchte so gerne wissen, wie es ihr geht. Oh, ausgezeichnet. Mhm. Ja, ich habe ihr in Paris versprochen, Ihnen persönlich dieses Paketchen zu übergeben. Und deshalb bin ich nochmal zurückgekommen. Dabei weiß meine Schwester ganz genau, dass ich keine Wertgegenstände annehme. Woher wissen Sie denn, dass da ein Wertgegenstand drin ist? Sie haben es doch gar nicht aufgemacht. Ach so. Na ja, Gott, was soll mir meine Schwester schon schicken? Nicht sicher ein Ring oder sowas. Ja, ich weiß, Sie sind sehr stolz, ne? Mhm. Sie wollten von Ihrer Schwester auch kein Geld annehmen. Hat sie Ihnen das auch erzählt? Oh, sie hat so viel erzählt. Hm. Seit wann ist sie denn so geschwätzig? Geschwätzig, ja, das ist das richtige Wort, geschwätzig. Sie redet sehr viel. Oh. Ich konnte nie ruhig bei ihr arbeiten. Dann war sie Ihnen also lästig? Nein, lästig war sie nicht. Nein, sie war lieb. Besonders zu mir. Und hübsch ist sie. So eine Ähnlichkeit. Sie sieht genauso aus wie sie. So was von Ähnlichkeit. Haben Sie das meiner Schwester auch gesagt, Gott, dass sie so hübsch ist? Nein. Hätte ich mich doch nie getraut zu sagen. Hat sie Ihnen auch von meinem Unglück mit dem Gesangsprofessor erzählt?
Mit einem Gesangsprofessor haben Sie auch ein Unglück gehabt? Ich denke, es war ein Literaturprofessor. Das war es ja auch. Es war Inventur, wissen Sie, Inventur. Aber ich war so geschlagen mit dem Mann. Ich glaube es gar nicht. Der Literaturprofessor hat Sie geschlagen? Und wie? Immer wenn er betrunken war. Getrunken hat er auch? Ach, und geschlagen? Entsetzlich. Gott, der Arme. Na ja, was soll er machen mit der heutigen Literatur? Und wann hat er Sie verlassen? Ach Gott, wissen Sie, sprechen wir doch nicht mehr darüber. Ich habe ihm verziehen. Aha. Schließlich ist ja er auch die Ursache dafür, dass ich jetzt ein bescheidenes Leben führe und sehr glücklich bin. Sagen Sie, eine Frage. Mhm. Hat dieser Literaturprofessor schon einen Nachfolger? Einmal bin ich enttäuscht worden. Auf jede Wiederholung verzichte ich. Aha, das war deutlich. Haben Sie Überschuhe? Überschuhe? Ja, ich meine die moderne mit Reißverschluss. Man macht auf, Schnee geht hinein, man macht zu und nass ist. Haben Sie? Die haben wir nur für Damen. Ach so, ja, das ist nur für Damen. Ja, ich wollte auch gar keine haben. Nee, ich wollte was kaufen. Ja? Haben Sie Pantoffeln? Och, in einem Schuhgeschäft wird es ja Pantoffeln geben, ne? Klar. Ja, bitte, dann nehme ich lieber Pantoffeln. Ja. Wo sind Sie denn, die Pantöffelchen? Ja, wenn ich das wüsste. Wissen Sie, ich sagte ja schon Inventur und da weiß ich überhaupt nicht mehr Bescheid, wo die Sachen stehen. Ja, das ist immer so. Wenn man Inventur macht, dann liegt alles durch. Darf ich mal suchen? Vielleicht kann... Darf ich? Bereiten. Ja, darf ich mal auch... Da drüben, ich suche bitte hier, schön. Nicht? Ja, bitte. Mal sehen. Pantöffelchen. Ja, hier, glaube ich. Steht wieder auf der Leiter. Reiz. Und er lässt doch gar nichts fallen. Was? Nein, ich falle nicht. Ich hab sie schon. Vor mir haben Sie auch keine Angst, nicht? Warum soll ich Angst haben? Ja, natürlich. Warum sollten Sie eigentlich Angst vor mir haben? Was haben Sie denn für eine Größe? Lassen Sie mich doch mal sehen. Ich? Ja. 41. Das stimmt ja. Steht drauf. Dann wollen wir doch gleich probieren. Ja, noch nein. Schickes Modell. Ja, sie ist sehr schick, ja. Warm. Aber wollten Sie nicht diesen geschlossen hier? Nein, ja? Offen, immer offen, luftig. Sagen Sie, wir brauchen nicht, keine Probe. Nein, wenn die Nummer stimmt, ist alles die in Nummer Ordnung. Stimmt. Ja, die na, wunderbar. Stimmt. Dann nehme ich sie. Ja. Ich meine die Pantoffeln. Dankeschön. So, ich nehme sie dann. Ja. Ja, ich meine, müssen Sie nicht ein Paketchen machen? Mit Schnur und Papier und so? Wenn Sie Papier haben, dann wäre natürlich sehr schön. Ja. Papier ist ja genug da. Ja. Machen wir das hier. Ganz einfach. Nein, bisschen intelligent. Bitte schön. Schon dazu. Ja. Dankeschön. Ich weiß nicht. Nehmt kein Ende. Nein. Das ist furchtbar. Ja, ich hätte. So. Ich hätte vielleicht eine Idee. Ja? Abschneiden. Och, das ist eine gute Idee. Bitteschön. Dankeschön. Bitte noch einmal draufdrücken mit dem Finger. Wir müssen da hinein. Ja. Eine Missgeburt. Aber mir gefällt's. Ja? Wissen Sie, Frau Genevieve, ich würde dieses Paketchen auf meinen Nachttisch stellen. Warum denn das? Zur Erinnerung. Einen schönen heutigen Nachmittag. Warum denn das? Ich weiß nicht. Ich bin so froh. Ja, ich habe geglaubt, ich will mich hier langweilen in Nancy. Und jetzt habe ich so eine reizende Kameradin gefunden. Ich bin überrascht bei Ihnen. Ja, bei mir dauert es nicht lange. Sie sich verändert haben. Wieso verändert? Oh, ich dachte, die Professorin in Nancy wären etwas langsamer.
Nein, nein, ich bin sehr schnell. Jetzt. Ja, ja. Früher war ich Damen gegenüber immer ein bisschen verlegen. Wem sagen Sie das? Ich sage es Ihnen, war ich die Dame verlegen. Aber jetzt nicht mehr. Darf ich noch ein bisschen bleiben? Bitte gern, wenn Sie wollen. Oh ja. Ich möchte so gerne hier helfen, Schuhe verkaufen. Aber das ist nicht so einfach. Was glauben Sie, dass ich das nicht kann? Ach, es gehört schon sehr viel Intelligenz dazu. Das ist, Zum Einpacken. Ja, ja. Ja, ja. Na ja, gut. Das will ich dann auch noch aufbringen. Sagen Sie, Frau Genevieve. Ja? Glauben Sie, dass wir hier gestört werden? Bestimmt nicht. Nein? Nein.